einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu Resident Evil 2 erneut. Diesmal mit einer, naja, ich habe es beim letzten Mal angekündigt, mit einer kleinen Änderung. Dank des einen freundlichen Links habe ich mich mal ein bisschen umgesehen. Und ich denke mal, das war zumindestens für die Polizeistation Mr. X entfernen. Der nervt nämlich. Namens Lytana. Und ich habe hier, kann ich hier raustappen? Ich weiß es gar nicht. Es gibt hier so diesen, ne, kann man nicht, siehst du, geht gar nicht. Geht das nicht? Doch, geht. Ich hoffe, er zeigt es an. Ich weiß es nämlich nicht. Doch, jetzt. Gibt es diese Mod, wo man Mr. X entfernen kann. Ich werde es versuchen, also mindestens nur für diese Polizeistation. Und ich hoffe, das funktioniert. Also er hat zumindest gestartet und gesagt, er hat es gepatcht. Mindestens dafür schmeißt man raus. Danach nehmen wir wieder rein. Ich glaube, der kommt da nicht so oft, weil, also hier ist er echt absolut nervtötend und es macht nicht so viel Spaß. Also mit Leon, das war okay, weil er da so die letzten 1, 2, 3 Müs-Momente kam, ja, aber hier ist es echt schlimm. Ach so, okay. Weiter mit der Kampagne fortsetzen. Ich will ja nur ein bisschen Spaß haben, nicht verfrustet sein. Und ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich eigentlich nur noch in der Ecke gesessen habe, gefühlt. Ich glaube, da ist alles weg. Gucken wir mal, ob alles weg ist. So, was wollten wir denn machen? Wir haben null Munition, außer 3 Schuss da. Das heißt, wir sind richtig gut am Arsch. Na? Genau deswegen. Vielleicht, wie gesagt, wir werden ihn auch wieder aktivieren, also bin ich mir ziemlich sicher. Weil er hat dazu, also die Mod macht nichts anderes. Oh. Guter Hinweis. Warte. Ich rede in der Zwischenzeit, auch wenn ich blind bin, also hier, ob das, da weiß schon. Funktioniert das ja. Er taucht in den notwendigen Sequenzen taucht er auf. Also er ist in den Zwischensequenzen da, aber er ist halt nicht da. So, warte mal, raustappen kurz mal, das hier starten. Er ist halt nicht da, wenn, ne, aus Gründen. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Habe ich das echt vergessen? Ich war so fixiert auf das Spiel, ne? Also, dass da gepatcht wird. Also ich hoffe mal, man nimmt es auch nicht übel. Es ist eine Form von Cheaten. Was heißt eine Form von? Es ist Cheaten, machen wir uns so schwor. Aber der nervt einfach nur tierisch. So, wo ist der Herzdatenserver? Hier ist der Herzdatenserver. Einmal. Den muss ich nämlich jetzt erstmal laufen lassen. Dann müssen wir uns hier reinhacken mit der Uhr. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Starten, dann muss er eine Verbindung aufbauen. Okay, hat er. Und jetzt müssen wir, jetzt schalte ich mal wieder hier auf die Live-Geschichte und dann sieht man den K. Und jetzt muss ich, wo ist denn das? Das fehlt. Nee, fehlt nicht, da ist er ja. Aber der ist verschoben, ja? War der nicht letztens woanders? Warte mal. Ich glaube, der ist verschoben, weil alles sich verschoben hat. Warte mal, so. Kann ich den hier auswählen? Das ist manchmal echt schwierig. Ach nee, doch. So. Kann ich den so? So. Passt. Wackelt hat Luft. Nochmal irgendwo hinklicken, dahin klicken, dahin klicken. Und dann können wir das Ganze hier sperren. So. Okay. Los geht's. Nein, ja, ich kann spielen, wie ich mag. Ich möchte ja auch gar nichts. Also. Ich weiß nicht, in den 450, keine Ahnung, wie viele Spiele das sind, musste man zu nichts zugreifen. Das Spiel hat ja auch so funktioniert, wunderbar. Aber ich finde das hier für Anhänger der erschreckten Geschichten, finde ich das vielleicht ganz gut. Und ich finde das auch ganz gut. Was wollten wir eigentlich machen? Wir müssen 3 Medaillons finden. Und dazu musste ich noch irgendwas. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Wir müssen eigentlich überall hier lang und der ist die ganze Zeit hinterher. Wir hatten Schlüssel, glaube ich, ne? Den Herzschlüssel. Haben wir schon schon Hinweis, wo überall der Herzschlüssel ist, den wir noch benutzen müssen. Ich glaube, wir haben noch den einen oder anderen übersehen. Außerdem können wir langsam die Brandgranaten mitnehmen. Wir müssen nämlich noch die Knöpfe finden. Ne? Wir haben eigentlich genug zu tun und die ganze Zeit hängt uns der Typ da im Nacken. Dann lieber die Jumpscares und Co. Ne?
So, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir sind jetzt hier. Wir kamen hier aus der Dunkelkammer, sind jetzt hier. Im Schließfachraum kommen wir noch nicht weiter, weil uns da, die Schalter fehlen. So weit, so gut. Wir haben hier hinten noch großkalibrige Pistolen mit Munition. Die sollten wir uns holen. Denke ich mir mal auch. Und vor allem sind ja hier ein paar andere Momente drin. Also wir kennen zwar bestimmte Passagen in dem Spiel. Guck mal, hier ist was drunter. Haha, wir kennen bestimmte Passagen im Spiel schon, versteht sich von selbst, aber es ist ja nicht alles alt, beziehungsweise bekannt. So, Besprechungszimmer, hier drüben haben wir noch Krams, durch die Tür in den Aktenraum kam man nicht, ne, genau. Und das war hier das Fenster, wo wir nicht durchkommen, wo wir nur von innen durchkommen. Okay, 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 okay. Erstmal wieder ein bisschen Fahrt finden. Hier kommen wir, doch, hier kommen wir durch. Also wir hören ihn auf alle Fälle nicht tapsen. Das ist sehr schön. Zeug sollte man nicht mitnehmen. Hier ist, sollte man anfassen wenigstens, dass wir das Schloss kennen. Jetzt wissen wir, dass da das Herzschloss. Komischerweise, da ist ein anderes Schloss als da, ne? Das ist aber derselbe Raum. Hier ist der Tresor. Beim Tresor hatten wir den Code, ne? Ja, hatten wir. Wir hatten beim Tresor den... Das war die Flashbang, okay. Wir hatten beim Tresor... Nee, verkehrte Richtung. Da. So, hier haben wir Schießpulver. Okay. So, bei dem Tresor hatten wir eine Info. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir eine Info hatten. Hitzebeständiger Tresor. Nee, das war das interne Memo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir was hatten. Das ist das. Heilwirkung. Einen tragbaren Tresor haben wir oben noch nicht mitgenommen, weil wir keinen Platz hatten, ne? Sag mal, wo ist denn das? Hier, im Stars-Büro. Ne, wir sind ja nicht im Stars-Büro, ne? Ah, ne, wir haben den Tresor vom Stars-Büro im Büro Westseite 1F. Da sind wir jetzt ja gerade, genau. Und der Code ist 9 links 15 7. 9 links. Achso, Entschuldigung. 9 links, 15 rechts und 7. Eine Tasche. Ist ja nicht so, dass Leon auch die Tasche da gefunden hat, ne? Von wegen der Inkonsistenz, ne? Aber wir haben jetzt hier genug Platz, jetzt können wir wieder was mitnehmen. Und das ganz in Ruhe. Jetzt können wir uns hier das Schießpulverchen mitnehmen. Sehr schön. Und interessanterweise ist hier aber noch was. Achso, wegen der Piktür, weil wir die hier nicht aufkriegen. Wir kriegen die nicht auf? Das ist aber seltsam. Wir sind doch hier... Wieso kriegen wir die Piktür nicht auf? Haben wir die echt noch nicht aufgeschlossen? Ich weiß. Nicht mit Logik kommen, ich weiß. Aber dennoch. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder in den Flug kommen, ne? Also wir haben hier noch Schießpulver, das ist okay. Da haben wir Schießpulver, das ist auch okay. Grünes Kraut und Loskralle. Genau, die. Da gehen wir mal dahin, ne? Guten Abend, Flo. Hörst du Stapfen im Hintergrund, Flo? Okay. Das ist normal. Das ist okay und das ist normal. Ja, Mr. X ist im Urlaub. Mr. X ist im Urlaub. Ah, die sind immer noch da. Die machen es doch bestimmt irgendwann kaputt, oder? Ich brauche unbedingt diese andere Knarre. Ja.
Wir haben auch nochmal Schießpulver in größerer Form. Mann, die machen aber Stress. Flashbang und wir haben da hinten noch Munition. Weil wenn wir eins brauchen, dann ist es Munition, aber nicht die Flashbang. So, da. Okay, ein paar Schuss mehr. Grünes Kraut haben wir aber keinen Platz mehr, ne? Könnten wir nur vermischen. Wir haben... hätten wir mal wegpacken sollen. So, weiter geht's. Ich muss jetzt bloß überlegen, wo wir eigentlich hin müssen. Wo müssen wir eigentlich... sehr gut, Flo. Ey, das sind gute Nachrichten. Das ist sehr gut. So, wir müssen die drei Medaillons finden. Wir hatten beim letzten... hatten wir so ein paar Unschärfen. Ich hätte gesagt, wir kümmern uns jetzt, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Wir brauchen die Batterie. Wir brauchen die Batterie aus dem Stars-Büro für das eine Medaillon. Dazu müssen wir aber irgendwo die Treppe hoch. Genau da hinten müssen wir die Treppe hoch. Und wir sollten vorher... in der Kiste, in der Dunkelkammer, müssen wir eh lang die Sachen ablegen. Passt, passt. Namt El Gerardo. So, bevor die Fragen auftauchen, ja, Mr. X ist im Urlaub. Namt Juggernaut. Der ist sowas von im Urlaub. Hat er sich verdient. Es mag zwar jetzt die Spannung ein bisschen rausnehmen, aber... wir kommen dann wenigstens weiter. Laufe ich eigentlich richtig gerade? Eigentlich nicht, aber ist egal. Was? Ach so, wieder das Fenster. Siehst du, ich sag ja, von wegen. Wir werden noch genug Momente haben, wo wir uns alle gemeinsam erschrecken. Kommt jetzt hinterher? Nee, ne? Was ist das? Ist das Herz oder Peak? Ist der falsche, okay. Gut, 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 gut. Ja, ja, er wurde in Urlaub geschickt. Hab mit seinem Vorgesetzten gesprochen, hab natürlich erwähnt, dass seine Art und Weise echt unangebracht ist und dass man so mit Kunden nicht umgeht. Das hat er auch voll eingesehen. Und, das Resultat sehen wir jetzt. Okay, wir haben einen Slot frei. Wie viel Slot werden wir da oben brauchen? Wir brauchen jetzt gleich noch die Batterie. Können wir noch was anderes hinpacken? Warte mal, ich packe mal hier einmal das hier noch weg. Die Pistolen lasse ich, geht nicht anders. Ja. Toll, Flo, danke schön. Ich habe schon gedacht, jetzt, ey, cool. Haben wir mal Ruhe und dann... Ah, es gibt eine Serie oder so eine richtige Serie oder wie? Weiß ich nichts von. Aber ich komme ja eh nicht groß zum Gucken. Ich spiele ja mal Spiele. So, da ist doch eine Achso, das ist in der Rüstkammer, komme ich ja nicht rein. Das können wir... (25 Schuss. Alter Verwalter. Da fühle ich mich schon gleich wieder ein bisschen sicherer. Okay. Da regnet jetzt immer noch rein. Ist ja schlimm, ist das hier. So, die können wir... Achso, warte mal, da... Das lassen wir mal noch liegen. Theoretisch könnte man es mitnehmen, aber ich muss ja die Batterie erstmal mitnehmen. Und die lag hier. Ja, das ist meine. Die Batterie haben wir. Und dann brauchen wir noch irgendwas hier. Da haben wir noch mal ein bisschen Schießpulver. Das ist egal gerade. Hier ist das hier. Das haben wir gerade nicht mitgenommen, ne? Nee. Oh, da habt ihr interveniert. Das ist schön. Das ist gut.
Hier ist nochmal. Wie viel Schießpulver haben wir denn jetzt hier? Wo waren das andere Schießpulver eben? Hä? War nicht eben gerade auch Schießpulver da? Nee, ne? Nee, war nicht. Gut, und jetzt müssen wir wieder zurück, noch eine Etage nach oben, damit wir in den Lagerraum... Nee, kommen wir nicht. Doch, in den Lagerraum kommen. Okay. Ach cool, da war eine Waage. Da ist ein Schwetter. Ist sie beschädigt? Tatsache. Das ist aber auch irre hier mit der Figur. Das kennen wir ja nicht, ne? Oder? Doch, warte mal. Ich glaube, den Code dazu haben wir auch schon irgendwo. Drücken Sie einen Knopf. Stadtbroschüre, eigenes Bericht. Schießpulver. Nee. Schließfach, da müssen wir noch ran. Achso, der tragbare Tresor. War der nicht hier irgendwo? Ist da hinten irgendwas? An alle Überlebenden. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Haltet die Augen nach den unheimlichen Misskerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Das kennen wir doch schon, die Licker. Die Info kommt hier, obwohl wir schon dreimal mit denen zu tun hatten vorher. Okay. Hier ist auch nochmal Schießpulver, okay. Oh ja, trinken, warte. Trinke. So. Okay. Siehst du, wir brauchen ja sowieso erstmal noch den Platz hier, weil wir müssen ja... So lange kann ich mich ja noch erinnern, ne? So. Und, das kombinieren mit das. Und dann das. So. Psst. So, jetzt wäre der Dicke gekommen. Das Feuer auch? Danke, Moschi. War das Feuer auch? Ey, der PC. Und Namen Raid. Oh. Wo? 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 Irgendjemand ist hier. Ja, heute ist Resi, weil gestern war Dead Space. Der steht wieder auf. Pass mal auf. Der steht nicht wieder auf. Okay. Sonst wäre er jetzt aufgestanden. So, mit O. Wir hatten ein Buch, wenn ich mich nicht irre. Widder, Harfe, Vogel. Widder, Harfe, Vogel. Ah.
Am Morgen geht's normal weiter. So, eine Medaille haben wir schon. Aber hier hinten ist nichts weiter, ne? Nee. Das war's? Nur die Medaille? Ist aber schwach. Genau. Also wir spielen ohne Mr. X. Nach den Erfahrungen, Erlebnissen beim letzten Mal ist er rausgepatcht worden. Also zumindest temporär. Einfach nur, damit wir auch ein bisschen was machen können und nicht ständig nur vor ihm weglaufen und uns in der Ecke kauern. Dass ich auch die Möglichkeit habe, irgendwas zu tun, ja. Zum Beispiel... Danke, Claire. Danke. Was? Wo? Ja, aber sie ist nicht schlüssig. In sich. Ach, da oben kommt er. Hi. Oh. So. Und was hat der denn? Ein Messer. Du lebst noch. Wollen wir wetten? Okay, der lebt nicht mehr. Was haben wir denn hier Hübsches noch? Wir haben einen Aufenthaltsraum. Mit was ist eine Einhornstatue? Achso, das war das. Aber hier haben wir doch keinen Code. Wir haben den Code noch nicht. Oh, warte mal. Okay, wir kriegen immer noch ein Tutorial. Ein Film. Ja, stimmt ja, da war ja was. Wir müssen jetzt wieder nach unten. Na, hier ist es wirklich so, dass die nicht parallel stattfinden, sondern wir Dinge tun, die Leon schon längst getan hat, aber hätte nicht tun können. Beziehungsweise, wie drücke ich es am besten aus? Hier sind Objekte oder Gegner, die Leon eigentlich umgebracht hatte. Und wir sie trotzdem nochmal töten müssen. Die dann auftauchen. Deswegen wahrscheinlich auch das Genervte mit Mr. X. Der dann richtig nervt. So, wir sind... Wir sind schon richtig, das ist gut. Naja, ich musste mich aber jetzt erstmal konzentrieren, weil ein bisschen müssen wir erstmal rausfinden, was wir machen müssen. So. Und wir spielen ja so kurz hintereinander die zweite Runde. Ne? Löwenstatue. Die Löwenstatue ist irgendwo. Okay. Vielen Dank für das Bild. So, die Löwenstatue. Haben wir die denn schon überhaupt gehabt? Die Löwenstatue. Das hier ist die Einhornstatue. Und die Löwenstatue ist da. Ist ja gleich um die Ecke. Speichern wir mal ab. So. Abgespeichert.